Ebenfalls erstmalig auf der Wahlliste das Bündnis für ein bedingungsloses Grundeinkommen, kurz BGE. Wie hoch das Grundeinkommen sein soll, wissen die Vertreter selbst noch nicht. Finanziert werden soll es aber über Steuern und Einsparungen in der Verwaltung. Das Bündnis ist fest von seinem Erfolg im Bundestag überzeugt. Also es ist garantiert, dass wir einziehen. Die Frage ist nur wann. Ob jetzt bei dieser Bundestagswahl oder bei einer späteren. Und es geht uns ja auch nicht unbedingt um unseren Einzug, sondern um die Idee des Grundeinkommens im Bundestag. Und wenn die Parteien im Bundestag darüber diskutieren, ohne dass wir jemals eingezogen sind, dann haben wir auch schon gewonnen. Genau das die Strategie der kleinen Parteien im Wahlkampf. Sie können auf sich aufmerksam machen. Das erhöht ihre Chancen bei Kommunal- und Europawahlen. Dort gibt es keine hohe 5%-Hürde. So wollen sich vor allem die Ein-Themen-Parteien langfristig gegenüber den Großen etablieren.